Was für ein Tag. Sonnenschein, Berge. Wow. Wir sind umgeben von Bergen. Frisches Brot und das Frühstück wartet auf uns. Wunderbar. Ziemlicher Schlamm hier, aber das Wetter ist schön. Heute gehen wir wieder in die Zivilisation zurück. Wunderbar. Heiß, heiß ist es. Oh, heiß ist es heiß. Wir fahren jetzt hier rauf zu den Kloster. Es scheint, dass viele Touristen hier sind, viele Busse. Hallo, ja, hier sind wir wieder. An diesen Kloster oder Klöstern sind mehrere, bis zu 25 waren es mal. Und es ist wirklich atemberaubend, hier zu stehen. Wir kriegen jetzt heute mal den ersten Eindruck, aber morgen gehen wir dann früh schauen. Wow, es ist einzigartig hier, wirklich ganz speziell. Und zum Glück unter der Woche, es hat noch nicht so viele Touristen hier. Gib Gas, hä? Gib Gas, ich will Spaß. We'll be right back.
Wir sind wieder unterwegs, nach den Klöstern machen wir wieder ein bisschen Natur. Welche Tour machen wir, mein Schatz? Die 2VK, Vohusa Katara Pass im zentralen Pindusgebirge. Ist für Fahrzeugklasse 1 bis 4 geeignet, Schwierigkeitsstufe 2, etwa 4 Stunden und Allrad benötigt man nicht. Gut, dann sind wir vor Mutters und werden wahrscheinlich gleich unsere Freunde treffen. Wir fahren diese Tour wieder zu viert mit 4 Fahrzeugen. Viel Spaß! Hier sind unsere Freunde und die Tour beginnt. So, frisch gestärkt. Reifen, Luftdruck geprüft. Alle Flüssigkeiten stimmen. Menschenmaterial ist bereit. Let's go. Fahrt? Ja. Ist gut hin. Ja, easy. Easy peasy.
Zug sind drinnen und wenn man durch den Schlamm fährt. Oh no! Da geht es nicht mehr weiter. Ich will sagen. Hermann, kannst du auch deine Socken holen? Meinst du, ich muss sagen? Sicher schon. Endlich! Ich kann schon mal sagen. Ja, mach. Der Herr war in Aktion. Gut, dann noch etwas. Aber Hermann, also ich finde deinen Elan begrüßenswert. Jetzt ist einfach die Frage. Wolltest du nicht da einen, wo wir durch würden fahren? Ja, das kommt alles. Dann eine kleinere Sache. Er fängt ja auch schon da an. Die Helfreude. Genau. Urs, was sagst du zu dieser Sache? Ich von den Schildbüchern. Das ist so. Hey, auch nicht. Schau jetzt! Fair, oder? Machst du den, mach ich da oben, ist gut. Ja. Es streitet sich jeder darum, wer darf. Wow! Yes. Shut up and sit down. Schon noch tricky. Also ich muss sagen, es ist schon Frühling. Muss ich sagen, mal die kurze Hose anziehen. Ja, ich fahre ja. Frank, weißt du, wenn er Gas gibt? Ja, Frank hat das schon gefunden. Also, für ihn, er muss keine Tour mehr haben. Ja, sag nicht. Jetzt. Vamos! Ja, sag nicht.
schon gut, ja. Kein Problem. Stopp! Scheiße, stopp! Ui! Ich glaube auch. So, liebe Freunde, wir sind Herr Harte Overlander, haben Sie gerade gesagt, meine Freunde. Ich hoffe, ihr versteht mein super Hochdeutsch. Also wir hatten jetzt eine Tour, die war ziemlich anstrengend auf gut Deutsch. Es war grässlich. Aber ihr werdet, habt's ja schon gesehen. Und wir sind jetzt fix und fertig und es gibt was zu essen hier. Und wir haben einen super Platz ausgesucht, der windet wie eine Moore, aber wir sind harte Overlander. Wir bleiben jetzt hier, wir grillieren. Ja. Wir sind am Overlander, eiskalt. Ja. Im Schnee. Wir sind ja so cool.